vieles, was wir besprechen wollen mit Paul Ronzheimer für uns in Tel Aviv. Paul, lass uns aber beginnen mit dieser täglichen Angst jetzt eigentlich, dass der Angriff des Irans jederzeit losgehen könnte. Auch jetzt am Abend hieß es wieder, es wird immer wahrscheinlicher. Was bedeutet das jetzt? Hast du irgendwelche Einzelheiten? Gestern Nacht, Nele, war es tatsächlich so, dass viele in Israel geglaubt haben, es könnte in der Nacht passieren, denn das Datum war auch in der vergangenen Woche immer wieder genannt worden, dass das ein Datum wäre, wo der Iran angreifen könnte. Dann gab es Hinweise aus dem US-Militär, es gab ebenfalls Hinweise vom israelischen Geheimdienst. Dass es nicht passiert ist, zeigt auch die Taktik des Iran, denn es geht dort auch um psychologische Kriegsführung. Darüber haben wir in den vergangenen Tagen bereits gesprochen, die Israelis im Unklaren zu lassen, dafür zu sorgen, dass es überall Unruhe, Unsicherheit und natürlich auch psychologische Probleme bei den Menschen, gleichzeitig wirtschaftliche Probleme im Land gibt, mit dieser Unsicherheit, wann ein Angriff passieren könnte. Das ist das eine. Und das andere ist ganz sicher, dass auf verschiedenen Wegen immer noch versucht wird, zumindest einen großen Schlag zu verhindern. Insbesondere US-Präsident Joe Biden hat verschiedene Diplomaten ausgesandt, die unter anderem nach Kairo fliegen sollen heute, die auch im Libanon verhandeln sollen. Da geht es vordergründig erst einmal um eine Waffenruhe in Gaza. Also die Frage, kann das funktionieren? Aber da hängt natürlich auch die Frage dran, wie wird der Iran hier reagieren? Paul, die Hamas behauptet aktuell, eine israelische Geisel getötet zu haben. Das wäre eine weitere barbarische, bestialische Tat an einem unschuldigen Menschen. Was weißt du darüber und was ist über die anderen verbleibenden Geiseln bekannt? Ja, bislang gibt es dort lediglich die Aussagen der Hamas-Terroristen. Wir müssen davon ausgehen, dass das stimmen kann, um eben hier auch für unglaublich brutale Bilder zu sorgen, beziehungsweise für eine Stimmung in der israelischen Bevölkerung. Denn die Kritik auch an Benjamin Netanyahu bezüglich des Geiseldeals ist in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen noch einmal größer geworden. Auch innerhalb der eigenen Koalition, Yoav Gallant, der Verteidigungsminister, und Netanyahu, die streiten sich mittlerweile intern. Und teilweise werden diese Gespräche auch nach außen geleakt. Also der Druck, was eine Lösung bei der Geiselfrage angeht, der ist immens. Denn viele Angehörige gehen hier immer noch wöchentlich, manche täglich auf die Straße, um zu demonstrieren, verzweifelt, dass ihre Liebsten endlich freikommen. Paul, danke schön für diese Einblicke direkt aus Israel.